Na doch, lohnt sich. Oh, das war knapper als sein musste. Next time, Star Fox. Ja, so ein Nadelball, die machen ganz schön. Die halten ganz schön weit aus. Ich meine, die waren ja sowieso nicht schlecht, aber trotzdem. So, wer ist der Nächste auf der Liste? Jetzt, nachdem ein ziemlicher Chunk unseres Teams fehlt. Und wir jetzt ein bisschen umdisponieren müssen. Ah ja, na, wer ist es? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Pegasus. Okay. Ich weiß jetzt schon wieder, wie einige im Zuschauerbereich, ne? Bei dem Dude. Gegner. Oh Gott, die Stimme. Maximilian Pegasus. Nani? Das wird kein leichtes Duell. Oh Yugi Boy, dann kann der Spaß ja losgehen. Gut, Pegasus. Duell. Duell. Aber vorher einmal, Sekunde. Ich muss auch mal schnell. Mal schnell was nachgucken. Warte mal, will denn was von mir? Ach so. Oh, ja, klar. Da war ja was. Yay! Wasser und Licht? Der hat eine bunte Mischung. Heiliger Bimbam. Ja, eine bunte Mischung, die der hat. Vor allem sind Wasserfelder. Ach du Scheiße. Das könnte ja witzig werden. Ja, Skelleengel down, Ente down. Zeitzauberer nehmen wir gar nicht erst mit. Dich nehmen wir mit. Kakerlakenritter? Kakerlakenretter. Babydrache. Kobold ist auch eine gute Idee. Dich können wir mitnehmen. Den würde ich sogar relativ gern mal leveln. Er entwickelt sich auch irgendwann. Mandavas, ich vertraue dir immer noch. You still can do it. Einen können wir noch und wir haben freie Auswahl. Scheiße, ist der teuer. Der ist echt teuer. Aber der ist richtig gut, also muss man ja mal sagen. Nee, wir bleiben bei unserem schwarzen Magiermädchen. Okay, denn. Gut, ich glaube nicht, dass ich hier groß was. Warte mal, kann ich nicht gucken? Das ist eher okay. Warte mal, du bist Nachteil Dunkelheit, Feuer. Ach du Scheiße. Blitz, Puppen, Pinguin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also, hui. Du kommst mal hier hin. Okay, er hatte weder das eine noch das andere. Einer von euch Schwäche Wind? Nee, ne? Nicht wirklich, ne? Doch hier, der Pinguin. Pinguin! Dich packen wir mal hier hin. Genau wie dich.
Ja, echt mal, warum ist dieser Baum S-Rang? Und dich mache ich hier, dann bist du flexibel. Genau wie dich. Ja. Weil Baum. Gutes Argument eigentlich. So, dann wollen wir mal gucken. Die Musik, ne? Also die Musik kann sich jetzt schon, ne? Hm, machen wir das dann jetzt. Der Arm bezieht sich ja auf die Energie in der Kapsel, wenn der Monster nicht beschworen wurde. Ah. Das wird schwierig. Das könnte tricky werden. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Hier komme ich. Sabbel nicht, Yugi. Da müssen wir dann einfach mal ein bisschen gucken, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Map hier vom Faktor her von seiner Existenz ein bisschen tricky werden könnte. Gott, was ruckelt denn das hier gerade so? Was ist mit den Frames hier los? Oder kommt mir es gerade nur so vor? Laggt diese Map etwa? Kann das sein? Fnatic Beast, das kann ich dir nicht sagen. Warte mal, bist du, ja, Twitch Prime. Weil du Twitch Prime hast, deswegen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wie bewegen sich deine Viecher denn? Ugh, wir sind Diagonal-Klicks. Du auch. Könnt ihr mal aufhören, euch alle so ekelhaft diagonal zu bewegen? Ist ja ekelhaft. Aber gut, immerhin muss ich hier nicht auf diesen ganzen Blödsinn achten. Warte mal, du könntest dich hierhin bewegen und hier denn angreifen. Ja gut, dann lassen wir dich mal hier. Dann kriegst du wenigstens nicht auf den Sack. Oder du könntest dich hierhin bewegen und meinen Kakerlakenritter jetzt schon angreifen. Finde ich ja noch weniger witzig. Pack ich dich mal hier hin. Und beschwör einfach mal feuchtfröhlich weiter. Dich oder? Na, dich erstmal. Wobei, das sei ich doof war. Ich hätte mal erst sie beschwören sollen. Wäre vom Preis her schlauer gewesen. Später wird der Babydrachen brauchbar. Ich weiß, aber ich muss den Babydrachen dafür erstmal auf Level kriegen. Ach du Scheiße. Das ist ein Pinguinretter. Den hätte ich sogar gern, weil ich weiß, das Ding kann digitieren, wollte ich schon wieder sagen. Wann lerne ich eigentlich, dass Digitieren in diesem Spiel keine Option ist? So, dann wollen wir doch mal den Erstangriff starten, nicht? Du kannst doch bestimmt... Nee, kannst du nicht. Wenn ich dich hier hinstelle, du kannst diagonal bewegen und... Das ist ekelhaft. Ich stelle dich einfach so hin und hoffe... Wow, das ist like nothing. Du kannst mich dann mal. Ja, durchaus.
Böhm. Fenelbis, danke für das Followen. Machst du mehr Schaden hier? Scheiße, hält das Ding viel aus. Ja, komm. Direkt hier mal einen kleinen Krieg anzetteln. Und du? Kannst du hier irgendwo hin? Du bist... Mon Lavas, ich hätte dich nie entwickeln lassen dürfen. Seitdem du dich entwickelt hast, bist du voll Kommerz geworden, wollte ich gerade sagen. Nee, triffst du irgendwie so gut wie gar nichts mehr. So, was ist dein Stick? Ach, du bist so einer schon wieder. Und du, Penguin? Du Pingu-Fuck? Du bewegst dich wenigstens vernünftig, sag mal in etwas. So, euch lasse ich dann einfach mal absolut auf mich zukommen. So, und hier beschwören wir das letzte Monster, was wir haben. Ah, gut. Ich weiß nicht, noch sehe ich das Ganze hier relativ offen. Jetzt wiederum weniger. Der will meinen Drachen. Und tut weh. Alter, was ist mit deinem Unkrautmonster hier? Das Gute ist, er hat sich echt selbstmörderisch platziert mit dem, mit diesem Halloween-Verschnitt hier. I heard you like hentai. Na, dann habe ich schon. How, Alter. Ich bin auch nicht. Meine Güte, das war der erste Angriff, Yugi. Chill deine Zone. Und das wird's auch aushalten. 99. Hui. Kumpel macht Aua. Diese komische Kartoffel. Meine Güte, du siehst echt aus wie Mr. Potato. Und du benimmst dich einfach wie eine Patrone. Okay. Okay. I see. Okay, der Pinguin ist das geringste Problem. Da könnten wir den Drachen sogar hinschicken. Aber der hält nicht mehr viel aus. Das macht so gut wie gar nichts. How? Okay, Moment. Lass mich mal gucken. Hier haben wir Mr. Foifoi. Mr. Foifoi könnte dahin. Schicke ich meinen Babydrachen einfach zum Sterben jetzt hier hin. Dafür one-shottet er fast einen Pinguin. Das wäre sogar... Es ist gerade echt eine Überlegung wert, weil was ist, wenn ich jetzt einfach nur angreifen würde? This thing, ne? Ja, wobei... Ja, komm. Machen wir das Ding jetzt erstmal so platt. Aber immerhin ist das jetzt mal wieder eine Map, wo einfach ein bisschen straightforward ist. Wo nicht so, ne? Mit diesem ganzen Gejärze. Boom. Alter, für so ein bisschen Unkraut hältst du eine Menge aus. Ist ja nicht mehr zu glauben hier. Immerhin Kills. Also, darf ich ja wohl erwarten. So, immerhin ist das Problem gelöst.
absolut weggelasert. Und das wird langsam schwierig. Er sieht mehr aus, als hätte er einen Anfall. So. Dich könnten wir... Oh mein Gott, du machst ja richtig Terz. Warte mal, wie weit kannst du dich bewegen? 2 und 2. Das heißt, du könntest hier hin und mir hart auf den Sack gehen. Das heißt, ich gehe erstmal hier. Ich springe erstmal ins Wasser. Split splash, I was taking a bath. Dann... Du wirst mit dem Ding fertig? Ja, haben wir schon fast gedacht. Haben wir schon fast gedacht. So, sorry. So, ein Level noch. Ich glaube, ein Level und dann können wir sie tatsächlich schon entwickeln lassen. Das wäre gar nicht mal schlecht. Nur noch gucken. Ich könnte dich hier hinjagen. Na, wie viel? Insta-Kill. Destruction. Ja, das ist klar. Er macht so viel Schaden. 229. Devastating. Haben mir nicht gesagt, dass dieses Duell... Ach shit, ihn kann ich nicht bewegen. Ah, ich kann niemanden mehr bewegen. Ja gut, dann wird der Pinguinritter... Kommen wir so sofort, der hat eine Menge Angriff. Nee, hat er nicht so. Es geht eigentlich. Ah, vielleicht überlebt er ja einen Angriff. Das wär schön. Ich sollte mir lieber eine andere Strategie ausdenken. Du solltest vielleicht aufhören, einen Anfall zu haben. Ja. One hit? Nee, er überlebt. Oh mein Gott. He lives. Alter, Pegasus, habe ich echt das Gefühl, der will auf die Nase kriegen. Oh shit. He's so kawaii. Alter, der Pinguin packt dich in den Mixer und rollt dann einfach weg. What the fuck? Der Pinguin packt dich in den Mixer und verzieht sich. So, solange wir jetzt nicht... irgendeinen großen Abfall. Er hat nur noch 3 Monster und wir haben noch alle. Ich werde dein Comeback vereiteln. Da wird kein Comeback sein, Yugi. So, wie bewegst du dich? Du machst so ein Gejatz, sondern diagonal. Das heißt, du könntest hier hin und hier. Aber du könntest auch hier hin und dann meinen Flame Lord angreifen. Das möchte ich aber nicht. Deswegen... Ja, das ist klar. Das haben wir schon fast gedacht. Boom. Aber allein dafür. So, dann packen wir dich mal hier hin. Du solltest eigentlich töten können. Ja. Devastating. Okay, nice, nice. Gar nicht mal schlecht. Jetzt hat er nur noch 2 Monster. Er kann mir nichts tun. Und vor ihm habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Angst. Moment mal. Ja, Mensch. Wir schicken ihn einfach mal so ein bisschen in die Wüste schon mal. Zeigen ihm, dass wir hier keinen Bock auf seine Scheiße haben. Und einfach schon mal ein paar Monster noch mit an die Front schicken. Die das vor allem aushalten würden. Ihn einfach so richtig in Bedrängnis bringen, würde ich sagen. Weil was will er machen, hä? Sich ein Monster aus dem Auge ziehen? Sagen, mein Millenniumsauge ist ein Monster? Hä?
doch, das könnte wehtun. Ja, aber... Glücksanhänger. Ja, 105, mein Freund. Nicht mal ansatzweise. Ne, nicht mal ansatzweise. Was bist du überhaupt für ein Nightmare Fuel? Du bist mal hart disgusting. Und warum hat in diesem Spiel alles und jeder einen Laser? Ist ja merkwürdig, ey. Ah, ja. Wow, du machst überhaupt keinen Schaden. Die Schurkenpuppe macht gar nichts. Okay, ist jetzt auch wieder... Ich glaube, das Ding war Finsternis, ne? Ich meine, ja klar, dass da kein Schaden bei rumkommt, ist mir logisch. Ich meine, du scheinst auch nicht wirklich wie mein Flammschredderer zu sein. Der schlicht und ergreifend Waldmonster einfach nur demolished. Als Hobby. Lauf. Lauf. Lauf, Pegasus, lauf. Believe it, I will fuck you up. Big Town, fuck you up. Oh shit. Bringt zwar... Na doch, komm. Damage is damage. Und wenn wir ihn schon hier so ein bisschen in Bedrängnis bringen können, was mit ein bisschen Eier noch untertrieben ist. Even more PP. Das Ding hält dann noch mehr aus. So, dich können wir hier hinjagen. Wobei, warte mal. Ich meine, ich will jetzt seine Viecher nicht unbedingt. Und die 100 Erfahrungen, wenn ich sein Kristall zerstöre, wären schon nice. Oh, it's game. Oder? Nein, ist es nicht. Ganz knapp ist es nicht. Oh, aber komm. Wir fahren ihn jetzt einfach zu. Weil ich denke mal, ihr dürftet das... Ja, ihr überlebt das ja wohl. Na, du eventuell. Das könnte knapp werden. Du bist Vorteil... Warte mal, bist du was? Du bist auch Licht. Ja, gut. Warte mal. Nee. Solange wir gerade die Dings noch frei haben. Na, mal gucken. Also eher im Vergleich zu Bandit Keith eben gerade war echt ein ziemlicher Pushover. Der will mein Goblin. Nani? Kaiba Boy. Kaiba Boy! Danke, Eiko, für die Bits. Ja, damit hat er einen Angriff verballert. Und was willst du damit machen? Wieder auf mein, auch auf mein Goblin. Und töten. Ja, gut. Kostet mich jetzt halt mein Goblin, ne? Aber was willst du machen? Du hast technisch gesehen verloren. Es gibt keine Option mehr. Ja, du bleibst in Angriffsreichweite. Ich muss mich jetzt nicht mal bewegen. I don't even need to move. Und deine Monster will ich jetzt nun nicht unbedingt. Weißt du was? Ich gönne ihr das sogar. Das bringt der Entwicklung einfach einen enormen Fortschritt. Destroyed. Das wird dir den Rest geben. Das war easy. Wir haben ein Monster verloren. Eins? Ja, ich glaube, wir haben eins verloren. Und das war halt unser Goblin, also nicht der größte Verlust. Ich hab verloren? Wie kann das sein? Du bist ein Twat. Ein absoluter Depp. Ich hab verloren. Nur du konntest mich besiegen, Yugi.
Puh. Das war ein unglaubliches Duell. Bei vielen deiner Angriffe wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Du meinst bei den zwei? Aber dann kam dein wahres Können ans Licht. Nun, es gibt noch mehr starke Gegner, die darauf warten, den mächtigen Yugi zu stürzen. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Das bin ich. Nice. Alter, den haben wir jetzt ja mal überfahren. Absolute Devastation. Drei Level-Ups. Von Kakerlaken, von Baby und für ein dunkles Magermädchen. Oh yes. Oh yes. Look at this. Beautiful. Und guck diese Kakerlake an. Boah. Und dieser. Und dieser. Das Baby. It's that dragon. Was nehmen wir uns denn mal? Dein Pinguin, weil ich den, weil man den entwickeln kann. Außerdem, für 50, 200 PP ist gar nicht mal schlecht. Und Phantomkönig, was mehr, was eigentlich eine Phantomkönigin ist, aber ja, ist ja nicht so wichtig. Wir nehmen mal den Baum. Ja Mensch, Pegasus war ja jetzt mal... Also ja, ne? Der kann sich ja wegschieben. Das war ja lächerlich. Lächerlich easy. Lächerlich. Ich becher ihn weg. So, bleiben nur noch zwei in diesem Bereich, right? Wir hatten Bakura, wir hatten Bene Kiefer und wir hatten Pegasus. Bleiben noch zwei in dem Bereich. Bin ja mal gespannt, was kommt als nächstes? What is next, mate? What is next? Ja, wir hatten die drei. Marek Ishtar! Ach, ich sehe nur gerade die Map und... Oh mein Gott. Ich habe ein ungutes Gefühl. Vor allem... Normal Marek, okay. Okay, was ist das jetzt hier? Rang 3, Realm der Halbantagonisten oder was? Wenn ja, dann wurde Pegasus mal hart degradiert. Und by the way, es gibt hier jemanden, der jetzt, ne... Ich weiß, ich kenne Leute, die jetzt absolut ausflippen würden. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh nee, ist das, das ist sowas, wie ich gegen Opa hatte. Ah, da bist du, Pharao. Bist du bereit, alles zu verlieren, was dir lieb und teuer ist? Du bist noch nicht mal böse, aber du bist jetzt schon ein Arschloch. Marek Ishtar. Ich spüre unglaubliche Kräfte in den Tiefen seiner Seele. Pharao, ich habe auf dieses Duell viele tausend Jahre gewartet. Das ist Bullshit, so lange lebst du nicht. Und ich werde nicht eine Sekunde länger warten. Ich verstehe. Wenn dieses Duell schon seit ewigen Zeiten vorherbestimmt ist, dann gibt es für mich keinen Weg, diesem Duell auszuweichen. Dein Ende ist nah. Zeit für ein Duell, Marek! Okay. Er hat über... Er sah angeblich Finsternismonster. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Weil für mich hatte Marek irgendwie nie ein... wirklich... ein Deck, wo... hängen geblieben ist. Wisst ihr, was ich meine? Es waren alles so Monster, die waren so... Meh, hier, das Monster. Nicht das Monster. Wie wär's mit dem hier? Ah, so funktioniert das. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Ey! Ich hab hier hingedrückt. What the fuck? Willst du mich verarschen? Dahin! Okay, fuck you then. Das Problem ist, wir wissen jetzt nicht, was er hat. Das heißt, wir müssen relativ blind in das Ganze rein. Skellengel kommt auf jeden Fall mit. Zeitzauberer brauchen wir nicht.